Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Pumpkin Days. Ich wollte mich eigentlich erst melden, wenn ich mit allen Feldern fertig bin, aber meine goldene Gießkanne, die macht schon komische Geräusche und zeigt an, dass sie bald kaputt ist. Das ist nicht so gut. Ich weiß zwar noch, dass wir Honigfisch hergestellt haben und dass wir heute noch mal welchen machen können. Ich habe hier schon wieder Fisch und Honig mit ins Inventar genommen. Wir müssen dann ganz, ganz dringend uns um die Gießkanne kümmern. Denn ihr seht, der grüne Balken, der ist nur noch so winzig. Mit anderen Worten, die geht kaputt, vielleicht auch jetzt schon beim Gießen. Oh Gott. Ich will nicht. Komm, ist mal ein bisschen schneller. Wir müssen ganz, ganz dringend an Gold kommen. Entweder wir schaffen es jetzt noch zu gießen oder wir müssen das erste Mal wirklich Gold nachkaufen. Wir hatten drei Barren gebraucht. Einer ist noch übrig. Das heißt, zwei müssten wir bei Clint holen. Uiuiui. Mais und so müssen wir sowieso gießen, auch wenn der reif ist. Der wächst ja noch ein paar Mal nach. Oh, das hat gerade so gereicht. Ich glaube, bei der nächsten Gießorgie hier, da zerfällt uns die Kanne. Das heißt, wir müssen jetzt ganz dringend an Gold kommen. Wie auch immer wir das machen, ich bin dafür, wir holen zur Sicherheit bei Clint was, wenn wir in der Höhle nicht genug finden, dass wir uns auf jeden Fall eine Kanne machen können. Also einen Tag verzeihen uns die Pflanzen, ohne Wasser zu sein. Aber am zweiten Tag gehen sie einem dann ein. Das ist ein bisschen blöd. Und die wachsen auch deutlich langsamer, wenn man sie halt nicht so richtig regelmäßig gießt. Gut, aus den Kräutern können wir uns jetzt noch Gewürze machen. Die werde ich dann mit verkaufen. Lilly zum Beispiel in ihrem kleinen Backshop nimmt ja auch Lebensmittel an. Und das ist nicht so weit weg vom Schmied. Deswegen würde ich jetzt mal nicht in den Pharma-Shop gehen, der ist einfach zu weit abseits vom Schuss. Und würde dann Lilly fragen, ob sie meine ganzen Gewürze und so haben will. Na gut. Ich pack schon mal die ersten rein. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun. Zwei, drei, vier. Und hier ebenfalls. Und noch einmal. Und dann kommt das alles hier rein, schön in den Schredder. Ja. Die sind noch nicht so weit, aber hier. Basilikum und Dill und Thymian und überhaupt. Rosemary ist, glaube ich, Thymian, aber sicher bin ich jetzt nicht. So, dann haben wir hier wieder eine freie Fläche, weil die ja alle gleich lange brauchten. Alle 5 Tage. Super. Basilikum. Dann mache ich hier auch nochmal. Dann haben wir eben 18. Ist auch okay. Von den 9 ist in Ordnung. Okay. Gebt her, was ihr könnt. Ich brauche gleich die Kohle. Macht mich stolz, meine lieben Kräuter. Okay. Ich nehme jetzt mal die erste große Truhe, um hier Sachen reinzumachen, die super für den Sommer sind. Haben wir noch mehr Sommersachen? Kidney gehen immer die auch. Das war Frühling. Typisch Sommer waren noch die hier. Die nehme ich mal raus, weil die sind ja hier auch noch mal dran. So. Typisch Sommer. Nö. Ist hier gerade nichts. Das sind nochmal Kräuter. Reis.
Reis war auch im Herbst. Okay. Was war denn noch typisch Sommer? Ich mal Bali war typisch Sommer. Auch noch mal Kräuter. Die jetzt echt alle verkauft bisher? Oder die waren noch gar nicht reif, ne? Die Tomaten waren ja gar nicht so weit. Und Korn auch nicht. Okay. Ich pack die jetzt erstmal so rein. Die soll ich hier mit hin. So, hier das Feld ergänze ich. Und ich habe ja noch Dünger, den nehme ich natürlich. Und dann pflanze ich hier Minze an und die anderen Kräuter. Ja. So, wenigstens immer ein bisschen Kräuter anpflanzen, damit wir uns wieder ein bisschen Zeug machen können. Das ist quasi unser Ersatzgeld. Wenn irgendwas schief geht, haben wir hier immer noch was. Okay. Ich verbinde die jetzt auch einfach mal. Wollte ich ursprünglich nicht machen, aber... Komm her. Und komm her. Und da auch noch. Und da packe ich jetzt auch noch den Dünger rauf. Wenn denn richtig, ne? Wenn wir schon da haben. Dann machen wir es auch mit Dünger. So. Sehr gut, hier stelle ich noch was her und die zwei Sachen mache ich jetzt schnell nochmal weg. Ich habe wieder keinen Platz. Dann mache ich das halt so. Ne, da war ich gerade. So. Die haben wir, die brauche ich gerade nicht. Ich bin schon wieder voll beschäftigt. Das kann ja echt nicht sein. Honig, Fisch und das verkaufe ich. Ah, ich kann ja noch zwei machen. Habe ich gepennt. Okay. Futtern. Futtern. Und auf und davon. Ich werde jetzt definitiv noch Gold kaufen. Wir kommen ja an der Post vorbei, wenn ich dann genug Geld habe. Ich weiß nicht, ob 698 reichen. Ich hole lieber nochmal Geld. Es könnte ein bisschen knapp werden, weil die Bahn, ich weiß nicht, 180? Nicht, dass mir nachher ein ganz bisschen fehlt. Das wäre total ärgerlich. Dann laufe ich hier doppelt und dreifach. Kidneybohnen, Animal Breeding. Warte mal, Animal Breeding? Hallo, hier ist Alec, dein freundlicher Nachbar. Wenn du Tiere auf deiner Farm hast, die du züchten möchtest, du kannst mit mir reden. Ach, sie hilft mir dabei. Okay, ich kann ein Baby anordnen. Sie kann eins bestellen. Also wie auch immer, sie kann mir dabei helfen. Du brauchst ein Männchen und ein Weibchen, schon klar. Ein Stall, ja. Muss dir sagen, welche gezüchtet werden sollen. Ach cool, wenn du Interesse hast, komm mal vorbei. Das ist gut. Jetzt geht's endlich. Ein Ei, ein Chai, Gingerbier, Malachit und Gold. Nein, kann man alles nicht. Sorry. Ich brauche jetzt mal selber Gold. Und wir gehen erst zu Lillys Café und dann zum Blacksmith. So, da ist sie. Hoch! Rennen auch gegen die Bäume, weil ich die ganze Zeit auf die Karte gucke. Ich bin echt so eine richtige Pflaume, ey. Total blind.
Brauchst du noch irgendwas? Zu Tokio, ja klar. So, ups. Buy and sell. Sell. Und zwar alle. 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 Super, 4000. Minztee können wir uns auch bald machen. Chai-Tee. Cookies. Ich nehme mal einen mit denen können wir schneller laufen. Dann noch einen. Und die heilen noch richtig doll. Und Kaffee ist mir zu teuer. Pumpkin Latte. Die werden wir auch herstellen. Definitiv. So. Soll ich noch Fisch im Inventar? Naja. Schleppe ich den halt mit. Mal gucken, wo Takeo rumhängt. Takeo ist da oben. Ich mache mal erst die Quest, nicht, dass wieder irgendwer sauer ist. Und danach geht es aber gleich zum Schmied. Los, beeil dich, Mädchen. Die haben nicht ewig Zeit. Ah, Takeo ist hier der Arzt. So, I thank you. Ja, bitteschön, bitteschön. So, dann zum Blacksmith. Rennen, rennen, rennen. Pre-need. Wir haben nur einen Tag dafür. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schaffen können. Ja, wir müssen ja hin zur Mine und dann auch gleich wieder zurück zu demjenigen, der es haben will. Wie geht's dir denn? Achso, ich wollte nur was kaufen. 180, ja. Ich hole jetzt einfach mal 3. Wenn ich noch 3 hole, können wir jetzt noch eine Kanne machen. Es tut ein bisschen weh, aber ich mach's. 800, boah. Silberne Pickaxe? Wäre eine Überlegung wert. Silberne Gießkanne. Die gießt immer 6. Wäre auch eine Überlegung wert. Komm, ich hole noch 2 und dann ist okay. Dann haben wir noch 2,5 übrig. Das reicht locker für alles, was wir brauchen. Und dann habe ich Gold erstmal in Vorrat. Huch, Kamera unlocked? Ich weiß nicht, was ich gerade gedrückt habe. Irgendwas. So, und dann fahren wir mal schnell mit dem Bus Richtung Mine. In der Hoffnung, wir finden noch Prenit. Da brauchen wir bestimmt ein bisschen Glück für. Hui! Springen die Treppen runter. Was wir in der Mine finden werden. Ob wir Glück haben oder Pech, das seht ihr in der nächsten Folge. Ich werde jetzt erstmal hinfahren und bis gleich, eure Bionalu. Ciao!